Jetzt, um den runden Schlägen auszuweichen, benötige ich den Bob and Weave. Okay? Skibbe, der Taucher. Also wenn ein runder Schlag kommt, möchte ich einfach hopp, unten durch und wieder oben sein. Und dann halt was auch immer machen, bam bam. Im Unterschied zu den Slips ist jetzt die Hauptbewegung unten durch. Okay? Idealerweise, wenn ich sehe, ein Schlag kommt von rechts, gehe ich ein bisschen nach mein rechts und gehe dann nach oben. Wenn er mit links kommt, gehe ich ein bisschen nach links, unten, oben. Also es ist so ein bisschen, es ist nicht nur rund und hoch, es ist eine O-förmige Bewegung. Wenn ich mich von meiner linken Seite bedroht fühle, gehe ich ein bisschen nach rechts, unten, links, hoch, wieder Mitte. Von hier Bedrohung, links, unten, rechts, hoch, wieder zur Mitte. Ganz wichtig ist, mach nicht den Rimba, sondern behaltet die Hände an eurem Gesicht. Behaltet den Rücken gerade, schaut auch nicht auf seine Füße, sondern behaltet ihn im Blick. Okay? Also ich bin hier und ich werde einfach versuchen, hopp, das ganz Wichtige ist, es ist nicht mal mega wichtig, ob er wirklich rechts oder links kommt, sondern ich muss ja eh nach unten. Also wenn es geht, gehe ich natürlich immer, wenn er mit rechts kommt, hier, bumm, nach unten durch, bumm, bumm. Aber auch wenn ich mich getäuscht habe, wenn ich denke, jetzt kommt von rechts und kommt von links oder was auch immer, ah, jetzt habe ich richtig geraten, auch wenn es falsch ist, nicht so schlimm. Hauptsache, etwas kommt von der Seite, hopp, geh nach unten. Gut. Dankeschön, jetzt schon das